So, dann gucken wir nochmal hier, was hier so abgeht. Ein Schreibpult mit Gold. Ja, ins Grab. Wo kommen die denn her? So. Schlägel. Ah, und jetzt kriegen wir auf einmal wieder EP. Vorhin die 20 Monster, die wir, oder 21 Monster, die wir da getötet haben, geben keine EP. Und jetzt auf einmal gibt's wieder EP. Für 10 Monster. Ah, ja. Strange. 30 Gold. Ein würdiger Gegner. Oh Mensch. Ein würdiger Gegner, ja genau, das stimmt. Ein toter würdiger Gegner. Was für eine monströse Kreatur. Leichte Armbrust des Fokuses. Schauen wir doch mal. Leichte Armbrust des... Puh. Macht ja gar keinen Schaden. Gut. Sterben. Gold. Gold, Waffenständer, eine Baradike. Mir ist kalt. Irgendwie ist mir gerade kalt. Wieso ist mir kalt? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Ah, ist wieder so ein Geheimgang. Danke, dass Gold. Ihr im Kampf gegen die Dunkelheit beisteht. Sich gegen das Böse zu stellen, ist die Essenz des Daseins als Templer. Solange ihr mir dabei nicht in die Quere kommt. Haha. Okay, jetzt sind wir einmal außen rum. Wobei ich sehe, gerade da gibt's noch was. Da müssen wir, tut mir leid, da müssen wir noch hinlaufen. Das kann ich doch nicht haben, ja, wenn das nicht erkundet wird. Schneller, schneller! Da kann man noch was auslösen. Pum! Weil ich es kann, sage ich jetzt einfach. Da ist nur... Ah, Loot übersehen. Immerhin über 30G. Genau, das war die Tür. Kommt da auch noch einer? Nö. Wow, wow! Der tropfende legendären Gegenstand! Was ist das denn? Eine Kapuze. Gleich mal angucken. Hier. Der Gegenstand kann erst angelegt werden, nachdem er identifiziert wurde. Und ich mache das gleich, nachdem ich hier diese Typen gekillt habe. Das ist ja cool. Oh, es geht ja gerade voll zur Sache. Ai, jetzt sterben. Wie viele waren es? 16 Monster. Kann man den auch... Ich dachte, den kann man kaputt machen. Ne, doch nicht. Gut, hier gibt es sonst nichts. Dann identifiziere ich mal den Gegenstand. Also, Rechtsklick. So. Seltener Helm. Unaufhaltsame Platte. 22 Rüssi. 6% mehr Gold von Gegnern. Regeneriert ein Leben pro Sekunde. 6% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten. Getötete Gegner erwehren plus 4 Erfahrung. Heilkugeln gewähren plus 5 Leben. Erhöht den Radius, in dem Gold und Heilkugeln aufgesammelt werden, um 2 Meter. Anlegen. Nicht schön, aber selten. Bannermuster bekommen. Hey. Legt einen seltenen gelben Gegenstand an. Wow. Was sind hier noch? Okay, rüstet einen beliebigen Begleiter vollständig auf, legt einen legendären Orangen. Okay, also selten ist dann gelb. Legendär ist orange. Gibt es dann sonst noch was? Wie viele Truhen habe ich? 35 habe ich erst geöffnet. Okay. Färben? Färbt einen Gegenstand. Oh Gott, was habe ich denn auf dem Kopf? Eine weiße Mütze. Wie hässlich. Kann man den vielleicht ausschalten irgendwie? Die sieht nämlich ziemlich strange aus. Die rote hat mir mit dem Umhang besser gefallen.
Aber man kann sie ja färben. Aber ich weiß nicht wie. Vielleicht muss man das kaufen. Ich weiß es nicht. Sie gibt es sicher irgendwann mal erklärt. Uns vereint, die stärker sind, als wir uns je vorstellen konnten. Hinter diesen Prüfungen steckt ein höheres Ziel. Doch ich kann es noch nicht erkennen. Wahrscheinlich, weil es keines gibt. Gehen wir. Hui! Die königlichen Krypten. Findet die Krypta des Skelettkönigs. Ja, das heißt, wir sind schon in der... Ja, in der richtigen... letzten Gruft. Es gibt keine Ebene weiter nach unten. Eigentlich wollte ich erst den hier looten. Und dann nach Neu-Tristram. Weil wir... verkaufen... schön das Inventar leer machen. Gut, und dann werden wir Handwerker alles schön kaputt machen. Einzahlen. Wir könnten 14 Ablageplätze kaufen. Brauchen wir nicht. Wir haben ja eh so viel. 16 KG haben wir. Hier einmal Ausbilden kostet 4K. Okay, bildet euren Schmied aus. Vorteile sind mehr Erfahrung, neue Rezepte und eine höhere Stufe. Schulter. Einmal. Gut, weil dann können wir jetzt hier Rüssi. Armschienen. Neu Schulterschutz. Ab 17. Ab 11. Cool. Was brauchen wir dafür? 5-mal feine Essenz. Stiefel. Okay. 5-mal feine Essenz. Die Rüstung schmieden. Schulterschutz. Ledermantel des Lehrlings. 3 zufällige Verzauberungen herstellen. Tada! Hergestellt. Beutetruhe zurück. Wir haben 5% bessere Chance, einen magischen Gegenstand zu erhalten. Nahkampfangreifer erleiden 5 Schaden pro Treffer und getötete Gegner erwehren 4. Erfahrung. Abenteuerlicher Ledermantel der Dornen. Gut. Können wir aber erst in 2 Level benutzen. Aber dann haben wir wenigstens schon mal sowas. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Sarkophag. So, wir haben eine neue Schärfe bekommen, die wir gleich anlegen. Kaboom. Gut. Oh, Leotricks Schwert. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leroy. Verräter, selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Ja, das waren die letzten Momente von Leoric, dem jetzigen Skelettkönig, den wir jetzt auch schon töten werden. So, diese hier noch. Gold. Gold. Ich will Gold haben. Dann haben wir hier noch Gold und einen Steinsack. Oh, schon tot. Ich habe gar nicht gesehen, was für ein Monster da rausgekommen ist, aber ich glaube, es hat sich nach einem Goblin-artigen Monster angehört. Ah, ich mag die Krypten. Da kann man so viel Urnen kaputt schießen. Und da ist immer Gold. Also nicht immer, aber viel Gold drin. Gut, was haben wir hier?
Ah, gesterben. Kaboom. Eine Truhe. Unheilvolle Adlerkugel. Für den Zauberer. Kritische Treffer gewähren 2 Arkankraft. Ah, okay. Schauen wir mal, vielleicht können wir das Riculum geben, aber ich glaube, der hat eine bessere Sphäre, die er auf. Das ist witzig, die schwebt dann über seiner Hand. Da ist noch Gold. Dankeschön. So. Und. Was ist das denn? Ah, der Skelettkönig. Ja. Wir werden euch zu Fall bringen, Höllenbrunnen. Oh oh. Da müssen wir schnell die Säulen kaputt machen, weil sonst kommen dauernd wieder neue. Geht sterben. So. Es gibt übrigens einen Erfolg, wenn man 20 Monster einmal tötet. Auf jeden Fall gab es den in der Beta-Testphase. Aber ich würde sagen, den gibt es jetzt auch noch. Gibt es da irgendwas? Nö. Eine Blutkugel fürs Leben. Gold. Eine Truhe. Wow, wow. So. Dann tragen wir doch das Lebenswärme weiter in die Gruft des bösen Skelettkönigs. So. Einmal hier auf. Looten, looten. Auf geht's, weiter geht's, weiter geht's. Durch die Tür, durch die Tür. Ah, da stehen ja welche. Geht sterben. Pum, pum. Kettisch. Tür auf. Kabam. Hatch. Beschädigte einfache Handarmbrust. Weiter durch die Tür. Mehr Urnen zerstören. Hm. 6 Objekte zerstört. Minimale Erfahrung bekommen. So. Ein toter Dorfbewohner. Leder, Kapuze, Leder, bla bla bla. Alles Leder. Hey. Noch mehr Leder. Ich habe doch gerade wieder weitergemacht zu zerstören. Gibt's doch nicht. Ja, da ist noch eine Tür. Können wir da durch? Jawohl. Ah! Geht sterben. Leichter am Brust. So. Da sind noch Urnen. Und da ist noch ein Schriftrollen-Dingens. Ein Schriftenständer. Und hier kommen noch Soldaten raus. Unten auch noch. Die hat es gerade voll aufs Maul gehauen. Gut, dann haben wir hier. Achso. Leorix Tagebuch Teil 1. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird.